Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the lords go without thrones. Ich habe gerade vorhin gelabert, aber dann ist mir aufgefallen, mein Mikrofon war abgeschaltet. Ja, und deswegen jetzt nochmal, hi und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar zu Dark Souls 3. Ich habe ja mal ein Video drüber gemacht und gesagt, ich würde es live Let's Playen. Habe ich ja auch 8 Stunden lang gemacht. Das waren 2 oder 3 Streams. Aber ich habe seitdem nicht mehr gestreamt, weil mein Internet am Tag die ganze Zeit kacke ist und ich habe keine Ahnung warum. Zudem ist die Qualität auch ein bisschen besser. Ich werde darauf achten, dass die Folgen circa 15 Minuten lang werden. Ich weiß nicht, warum man heutzutage nur so kurze Folgen haben will. Ich verstehe es nicht. Aber gut, dann wird das Let's Play halt übel lang gestreckt auf ewige lange Folgen, auf ewig viele Folgen. Weil ich sag mal, wenn ich bei Tales of Berseria mit meinen 100 Folgen Let's Play, mein längstes Let's Play bisher, wirklich auf 15 Minuten Folgen gegangen wäre, dann wären das 200 bis 250 Folgen geworden und nicht 100. Und ich habe das Spiel nicht mal komplett ausgereizt. Also ich war schon nicht langsam in dem Game, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe halt in 2, 3 Folgen ein paar Mal gefehlt, aber naja. Wir sind weiblich, wir sind jung, unsere Klasse ist... was haben wir? Stärke 16, Geschick 9. Stärke 13, Geschick 12.
12:11. 14:10. Ja, nee, wir bleiben hier beim Ritter. Unser Begräbnisgeschenk ist der Ring des Lebens. Gesichtsvoreinstellungen, Aussehen, Körperbau. Gehen wir aufs Aussehen. Geschlecht haben wir, Alter haben wir, Stimme. Okay. Ja. Figur. Muskulatur. Wir können entweder muskulös sein oder nicht muskulös. Wir sind jetzt mal muskulös. Körperbau, Details. Was ist mit Brust gemeint? Aha. Ja, nee, wir bleiben bei der Standardeinstellung. Ja, ich möchte das bitte verwerfen. Ausgangshautfarbe brauchen wir auch nicht. Hautfarbe brauchen wir nicht. Gesichtsdetails. Ähnliche Gesichter brauchen wir nicht. Proportionen sind, ob wir jung sind. Wir sind jetzt mal 18. Gesichtsästhetik. Maskulin oder feminin. Lol. Warum verändert sich denn da eigentlich die Farbe? Lol. Was kann man denn da für Monster machen? Warum verändert sich die Gesichtsfarbe? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Wenn man ihr ein feminines Gesicht gibt, dann wird ihr Gesicht einfach blau. Haar und Bärte. Farbe. Nehmen wir das. Ha, dann haben wir die Frisur. Ich gebe ihr die Haare. Haarfarbe haben wir schon. Augenbrauen. Geben wir ihr die. Die Augenbrauenfarbe machen wir schwarz. Bart brauchen wir nicht. Bartfarbe Wimpern. Wir geben ihr volle Wimpern. Die Farbe der Wimpern ist ja scheißegal. Pupillen. Erstmal nehmen wir uns die Pupillen. Ich finde die nämlich am schönsten. Wir können natürlich auch blind nehmen. Aber nee, ich nehme die Pupillen. Farbe Pupille. Pupillen. Farbe Pupille. Rechte Pupille. Ah. Jetzt können wir quasi sagen, die ist auf einem Auge blind. Nee. Was passiert jetzt eigentlich, wenn man... Oh lol. Okay. Nee, wir geben ihr... die Pupillen. Linke Pupille. Pupille links Farbe. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber das hier ist nicht rot. Was ist, wenn ich da noch gelb beimische? Puh. Das nehmen wir so. Gut, Kosmetik. Augendefinition. Wir können hell machen. Oder dunkel. Wir nehmen dunkel. Augenhöhlenhelligkeit. Aha. Puh. Machen wir ein bisschen heller. Helligkeit Augenlid. Ja, die hat wenig gepennt. Boah.
Holy shit. Das lassen wir so. Lidstrich. Hell. Dunkel. Ich stehe da auf dunkel. Lidschatten. Ist das hier? Können wir ein bisschen dunkler machen? Machen wir mal so. Lippenstiftfarbe, dunkelrot. Blau. Ne, wir nehmen rot. Was ist, wenn ich hier... Ho? Okay. Das hier nehmen wir. Hopp. Tätowierung. Ich finde es halt schade, dass man die Tätowierung nur im Gesicht machen kann. Aber gut, wir geben ihr das Schwert. Tätowierung bearbeiten. Beim gelben Auge machen wir das. Ja. Links? Ja, so. Mich regt ein bisschen auf. So müsste ich das machen. Noch ein Stückchen runter. Ein bisschen mehr hoch. So. Ja. Ausdehnung. Haben wir es jetzt eh schon. Tätowierungsfarbe. Ja. Okay. Lassen wir so. Als Favorit speichern mache ich da. Jo, okay, wir haben die jetzt so gespeichert. Unser Name ist natürlich Neko-chan. So, Körperbau. Nee, das passt so schon. Abschließen. Das sind jetzt nur 13 Minuten. Ja. So, ich hoffe auch, dass mein Sound passt. Ich habe nämlich zu Weihnachten so ein Mikroarm bekommen. Und ich muss mich erst an den gewöhnen. Ich freue mich aber über den natürlich sehr. Ich wollte immer schon so einen haben. So. So sehen wir jetzt aus. Und wir sind als Tote auferstanden, haben eine voll schwere Rüstung an. Wir haben ein Schild, das 100% Physical Damage blockt und wir haben ein Langschwert. Dieses Tutorial muss ich mir jetzt nicht durchlesen, weil ich weiß ja, wie das Spiel funktioniert. Ich spiele das ja nicht zum ersten Mal. Ba-ba-ba. Hallihallo, rostige Münze. Eine. Die rostige Münze war es bei Dark Souls 2. Bei Dark Souls 3 ist es eine Seele eines verlassenen Leichnams. Ich guck mal eben ganz kurz, ob sich's lohnt, die Beschreibungen hier durchzugucken. Seele aus dem verlassenen Leichnam benutzen, um Seelen zu erhalten. Lass diese herrenlose Seele von der Feuerhüterin in eine Quelle der Kraft verwandeln. Dann... Denn die Unentfachten sind ein Gefäß für Seelen. Die Reise eines Untoten sind immer den Leuchtfeuern gefolgt. Die Reisen eines Untoten sind immer den Leuchtfeuer gefolgt.
und keine Reise wurde ohne Estus Flacon angetreten. Aha. Wahrscheinlich lese ich die eher selten durch. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es gern, ob ich es vorlesen soll. By the way, auch das Let's Play wird nicht beendet werden, wenn es kein Interesse dafür auf meinem Kanal gibt. Das heißt, einfach in die Kommentare damit. Und ich mache weiter. Das ist auch bei den anderen Let's Plays so, die ich auf meinem Kanal habe und nie weitergemacht habe. Beispielsweise Sword Art Online, Fatal Bullet, Sword Art Online, Alicialation Lycoros, Staffel 2 von Tales of Berseria, Tokyo Dark, da gibt es so einige Let's Plays, die niemals abgeschlossen wurden. Gut, aber ich würde jetzt erstmal sagen, ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge von Let's Play Dark Souls 3 wieder ein. Ciao.